So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Da vorne ist eine Insel, da könnt ihr die sehen. Das soll eigentlich unser Ziel sein. Da die Insel, ja, da war ich schon mal drauf, da ist ein Container drauf und da ist unsere Heimatbase. Ich habe mir mal notfalls ein Fernglas jetzt mal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal gewesen sind. Wir müssen uns einfach nur merken, dass wir in dieser Insel hier vorbei sind können. Oder auf Rückweg nehmen wir diese Insel nochmal mit. Ich weiß nicht, aber das ist unsere Base. Also unser Heimatplanet. Also unsere Heimatinsel quasi. Muss mal ausprobieren mit dem Angeln. Ich weiß es nicht. Ach, warte mal eben. Verdammt, jetzt haben wir natürlich dieses scheiß Ding in der Hand, ne? Warte mal eben. So. Und die Kugel hat sich jetzt ganz verabschiedet. Ich dachte gerade, hey, nimm mal lieber die Kugel mit. Die ist jetzt ganz weg, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade, aber okay, was soll's. Also, das mit Angeln. Komm, lass uns jetzt mal angeln. Ob das was bringt. Weil, nachher ist es wieder dunkel und jetzt haben wir gerade so ein schönes Wetter und so. Lass uns das jetzt mal ausprobieren. Ich habe noch nicht geangelt, deswegen wollen wir es mal ausprobieren jetzt. Und schmeckt gut. Okay, das war ein bester Wurf. Wie hole ich den rein? Wahrscheinlich nur mit... Mit Maustaste, linke Maustaste wahrscheinlich nur. Na. Dauert das immer ein bisschen länger denn, oder was? Oder holen wir mal ganz kurz rein. Ist natürlich auf Pose. Ja, das bessere Ambiente. Ambiente, los! Allein schon das bringt es doch schon. Das bessere Ambiente. Wahrscheinlich ist das Wasser hier auch zu tief. Wahrscheinlich ist es dafür gedacht, damit wir mal vom Land angeln gehen oder so. Nicht dafür, damit wir irgendwie direkt vom Meer aus angeln. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? In der Sonne stehen, verbrennen und angeln gehen. Es müsste doch wenigstens was anbeißen. Ich meine, das ist ja kein Angelsimulator. Das ist doch ein Survival-Game. Und so survivalen wir nicht. Okay. Die Fische haben gewonnen. Das ist genauso wie wahrscheinlich wie mit meiner Fishtrap. Wahrscheinlich musst du dich den ganzen Tag da hier hinsetzen. Und dann irgendwie... Mist, warte mal eben. Hinsetzen zum Angeln. Um dann irgendwas zu fangen. Aber wir sind mal mutig. Okay. Das ist ja ganz schön tief. Mit keinem Boden und so. Oh ja, nee, ist klar. Ich hüpfe einmal ins Wasser und dann schon kommt der blöde Fickhai an, ey. Nee. Ja, hauen wir ab. Habe ich mich erschrocken auch, ne? Der ist immer überall. Der verfolgt uns richtig. Da kriegt so ein Stottern dabei. Das darf doch nicht wahr sein, dieser dumme Hai, dieser. Alle segeln auf? Ja. Sehr schön. Kann nicht wahr sein, da. Wie soll das mal jemals gut gehen? Ich weiß nicht, man sieht zwei Fische, man sieht nichts. Man sieht nur blau und zwei Fische. Und dann der Hai. Dann ist noch mehr Insel. Ich nehme mir jetzt nur diese Insel unter die Lupe, um zu gucken, ob wir da schon mal gewesen sind. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, bei YouTube und so, ne? Da habe ich Leute gesehen, die sind auf gigantisch großen Inseln gewesen. Ist mir hier noch nicht passiert. Und da hinten ist der Rand. Warte mal. Ja, genau, da wollen wir jetzt auch hin. Das ist auch wieder so eine kleine Pissinsel hier. Ich will ja auch nur ein bisschen
Loot mitnehmen. Das heißt, ein bisschen Sticks. Damit ich mir mal ein bisschen meine Insel schön machen kann, mein Fundament und alles. Mir ein Haus bauen kann. Die Bäume sehen groß aus da drauf. Aber wahrscheinlich ist es nur wieder so eine Kackinsel mit so einem Ring in der Mitte und ja, wahrscheinlich. So wird es sein. Was ist das denn? Einmal um die Welt geschwommen. Hier gibt es nichts mehr. Wahrscheinlich waren wir da schon mal drauf. Was auch sonst. Ich halte mich hier an dieser langen Anhab. Wobei, was so Fluss halten wäre natürlich auch nicht schlecht. Da ist schon wieder eine Insel hier vorne, oder? Ja. Doch, wir halten mal. Oh, was ist das denn? Hier waren wir noch nicht. Guck mal, da ist ein Unterstand und so. Okay. Ran an die lange Anna. Nicht, dass ich nachher verführt bin, wieder mein Basepoint zu ändern. Oh. Warte. Und Anker lichten. Jawohl. Guck mal, die Insel scheint groß zu sein, hätten. Jetzt ist sie weg, ne? Jetzt ist sie weg. Oh. Sie ist weg. Da. Aber die verschwindet irgendwie. Oh ja, natürlich hat er uns, der Hai uns gefolgt. Das ist eine größere Insel. Oder ist ein größeres Schiff, was da dran liegt. Versorgen wir uns mal irgendwie so gut wie es geht. Es wird nachts hier gerade. Warte mal eben. Und hoffen wir mal, dass auf dieser Insel keine Schlangen dran sind. Das ist ein Arschlochrei, Alter. Können wir mal gucken, dass wir uns hier so ein Shelter bauen. Genau, da hinten an dieser Insel müssen wir vorbeischwimmen, nachher um und auf unsere Insel zu kommen. Die ist ganz schön steinisch, diese Insel. Ja, hup mal ruhig da draußen. Kein Thema soweit. Pass auf. Ja, gib mal Gas da draußen. Wir machen uns das hier mal ganz kurz schnell fertig. Was brauchen wir nochmal? Wir brauchten das. Komm, nimm mit. Nimm mit, den Platz haben wir. Und brauchten wir den. Ne, wir brauchten die einzelnen, ne? Hopp, 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 hopp. Achso, du bist gehörst schon dazu. Schnell nochmal. Ach, die brauchen wir auch noch. Okay. Schön mit alles hier. Und hoffen wir, wie gesagt, dass es hier keine Schlangen gibt. Wow. Das ist noch schön frisch hier alles, ha? Aber die Insel hätten sieht wirklich super interessant aus. Deswegen, das soll hier einfach nochmal so. Oh nein, hier waren wir schon mal.
Ja, hier sind Kokosnüsse überall. Was? Was ist das? Guck mal, hier ein Fernglas noch. Ah, toll. Dann waren wir hier schon mal. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Wo waren wir hier noch nicht? Weswegen sind wir hier weg? Bestimmt haben wir Pipi gesucht oder so ein Scheiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alle Wracks hier schon abgecheckt habe, denn... Willst du mich verarschen? Hier habe ich drei. Na, also geht doch. Stick and stone say break my bones. Ich speichere mal eben schnell. Ah, wir sind in hier Panem. Bei den Hungerspielen. Schade, ich habe mich so gefreut, was Neues entdeckt zu haben, aber schwamm. Komm, wir hacken den auch nochmal auseinander. Müll damit. Ist der schon bereit zu mitnehmen, ne? Gut, aber die sind jetzt schon mal. Na 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 na. Das Floß. Hä? Achso. Nein, nicht der Internetten. So, jetzt aber. Na komm schon. Bei mir geht es immer sehr ruhiger zu, wenn ich mir so andere YouTuber angucke, jetzt gerade so die amerikanischen, die, hey, hello my friends, I'm really happy that you are looking to my channel and we can have really much fun. So bin ich nicht. Könnte ich aber sein, wenn ihr wollt. Nein. Oder? So, ein kleines Feuerchen. So, jetzt fehlt nochmal so ein Ring. The Ring of Fire. Nächsten Tag dann was angeln gehen. Dann wissen wir ganz genau, hey, hier machen wir schon mal. Ja, so ist es. Und die Suche war hier dann nicht erfolgreich. Nein, wir wissen es nicht. Ich sehe es nur in den Kokosnüssen, die hier geschält auf dem Boden liegen. Deswegen dachte ich so, hey, das muss ich ja schon mal gewesen sein. Was war das denn? Alter, wenn ich alleine zu Hause bin, habe ich immer voll viel Angst. Oh ja, schmeiß ruhig wieder die Axt weg. Kein Problem soweit. So. Und jetzt aber auseinanderkloppen schon mal. Jo. Immer auf die eigenen Füße rauf. Das macht immer am meisten Spaß. Ich gucke ja gerne mit den Survival-Dingens, ne?
Und da hat sich auch jemand mit der Machete. Ja. In den Fuß, weil er dehydriert war und egal. Tat bestimmt weh. Okay, wir machen mal jetzt hier schlafen gehen und dann gehen wir angeln. Slap. Augenblick mal. Achso. Okay, war kurz wichtig. Was? Warum? Was ist los? Alter, so alles Durst und so, ne? Erstmal haben wir es gesaved schon? Nee, ne? Machen wir schnell mal. Was wichtig ist, ist jetzt schon mal irgendwie. Wie viel. Boah, Kokosnüsse. Ist da eine dran? Da sind zwei dran. Hack ich den ganzen Baum ab, weil ich brauche den ganzen Baum nachher irgendwann mal. Hä? Was? Wo ist. Hä? Da sind deine Nüsse. Baum, ich hab deine Nüsse, aber wo bist du? Wow, was war das denn für ein Viech? Ich hab Balkontür mal offen gelassen, weil wegen heiß und so. Ey, da waren zwei Nüsse. Wo ist der ganze Baum hingeflogen, Alter? Da ist eine andere Nuss. Und der Baum ist weg. Der wird von Aliens entführt. Ach, guck mal, wer hier liegt. So, Nüsse haben wir schon mal. Ich möchte gerne vorlieb nehmen mit Fisch. Deswegen. Warte mal, das wollte ich hier machen, ne? Genau. Einmal ganz kurz gucken. Den Shit mal abwerfen hier. So. Wer weiß, wofür ich das noch gebrauchen kann. Gut, den können wir da lassen. Daraus machen wir uns einen Seil. Lass uns mal kurz gucken. Ich will Fisch haben. Ich beeile mich doch schon. Wow. Gibt es ja keinen Wrack, wo die Fische so tief schwimmen? Gibt es gar nichts, ne? Ach, deswegen habe ich die Insel wahrscheinlich verlassen, weil es hier einfach nichts gibt. Das war's. Einmal rum. Nee, guck mal. Ist ja genial. Oder auch nicht. Möchte, kann man sehen, wie man möchte halt, ne? Da wollte ich gerade herzensgut reinspringen. Krebse. Scheiße, setzen. Aber, naja, macht nichts. Dann essen wir, trinken wir was und dann. Nun kommt her, ihr hässlichen Sardinen. Wie haben wir jetzt dabei? Drei. Vier brauche ich, um einigermaßen satt zu werden. Oh ja, Leute, ernsthaft, macht mir jetzt nicht so Stress, Mann. Ja, das geht natürlich die Lebensanzeige runter wie Sau. Ja, jetzt haben wir es. Oh, Alter, hier liegt auch noch so ein Seestern gerade, ey. Oh, nimm die doch mit. Ja, ich arbeite ja dran, liebes Spiel. Ja, den darfst du auch gerne fallen lassen, so. So, die anderen nehme ich gleich aus. So, dass wir mal Feuer machen können. Okay, das geht noch. Das ist ja noch ärgerlicher, dass wir hier schon gewesen sind und hier auch tatsächlich schon Camp aufgeschlagen haben. Aber hat. Ja, Kokosnüsse. Oh mein Gott, ja, ist halt so.
Gut, dann verarbeite ich gleich das Holz und dann sehen wir weiter. Ja, das ist ja gut. Es ist schon fast ärgerlich, ne? So, wir hätten nochmal rüberlaufen zu einem anderen Ding, das auch nochmal anschmeißen und dann... Eieiei. Oh. Oh, was ist das denn hier? Warte mal. Fake, das habe ich natürlich jetzt nicht da. Ich weiß nicht. Die andere Insel, die ich gesehen habe, lag da irgendwo rechts, ne? Da, genau. Warum fand ich die denn so gigantisch groß? Die sieht doch gar nicht groß aus. Ne, die. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Doch, das ist die. Aber guck mal hier, da gibt es jede Menge Inseln. Ja, es ist schon fertig. Ich weiß nicht mal, wenn man, normalerweise macht er denn... Bing! Ich weiß jetzt nicht, ob es das war, was ich... Warte mal. Läuft super. Das habe ich schon. Okay. Das hat was gebracht, ein bisschen? Ja, ein bisschen tatsächlich. Mist, ey. Jetzt hängen wir hier auf dieser Kackinsel fest. Hängen da nicht gerade eine fucking Kokosnuss? Nein, hängen sie nicht. Da. Zwei Stück, das hilft. Nur richtig satt und richtig undurstig macht dieser Kollektor, mehr nicht. Den Rest kannst du alles in die Tonne treten. Ich will jetzt nicht die Kokosnuss auch noch essen, weil ich keinen Bock habe auf Durchfall. Ich habe gerade schon gekotzt, das reicht schon. Warte mal, ich schmeiß mal sicherheitshalber mein Fleisch mal weg. Ich das ja schon wieder esse gleich. Wir müssen mehr Fleisch jagen. Oh, sehr gut, Alter. Sehr gut. Und wieso kann ich diesen... Wieso habe ich dieses Kackding noch da mehr dran, ey? Wieso kann ich diesen verdammten Blauhai nicht jagen, ey? Den würde ich gerne haben. Genau das ist das, was man braucht, wenn man ja richtig hungrig ist. Nicht so ein Pille-Palle-Kram, was wir sonst immer haben, ne? Aber den anderen Kram können wir erstmal aufessen gleich. Das wird jetzt doch ganz schön viel mit piepen, ne? Komm, lass mich doch mal luschern. Wow. Ja, das andere kannst du erstmal wegstecken.
wirft er seine Kokosnüsse hin? Wird natürlich jetzt nicht gesehen, ne? Mist. Irgendwie läuft das hier nicht so gut mit dem. Da! Waren zwei doch dran eigentlich normalerweise, ne? Bleib hier stehen. Ich brauche dich. Mich dürstet's. Wie schaut's aus mit Trinken? Ah, wird aber langsam. War ja nicht nur eine zweite Kokosnuss. Da. Ganz ökonomisch abhacken, um an die Kokosnuss ranzukommen. So wie das für die Supermärkte auch gemacht wird. Was behaupte ich denn da? Na komm, lass mal. Genau. Na komm, hau kaputt jetzt. Hoffentlich gibt es kein Durchfall, sehr gut. Was sagt unsere... Besser auf jeden Fall jetzt, viel besser. Warte mal, schnell nochmal. Einmal ganz kurz, den einen will ich nämlich essen. So, und den will ich nochmal durchbraten hier. Und den anderen Kram zack schon mal. Warte mal, ich will mal eben nochmal ein Seil herstellen. Kann man immer gut gebrauchen. Eins sollte man immer dabei haben irgendwie, falls man spontan irgendwas craften muss. Na komm. Brauchen wir nicht die Zeit verschwenden mit den anderen Kram. Gut zu wissen, dass ja bei jeder Menge Palmen sind, die wir noch irgendwie abbauen können. Guck mal hier. Oh, jetzt hat das Ding in der Hand, Alter, ehrlich. Ach komm, lass doch mal los, bitte. Warum piept das Kackding jetzt wieder rum? Oh, ich glaube, wir müssen uns erstmal komplett rehabilitieren, bevor wir jetzt irgendwie großartig weiter auf Reisen gehen, weil das überleben wir sonst nicht. Das ist natürlich auch, denn, das war schön schade, ne? Aber guck mal, Essen habe ich ja genügend. Mir fehlt es an Getränken. Ich habe keinen Bock, jetzt Bäume zu hacken. Hängt hier nicht mal da irgendwo flach eine Kokosnuss einfach für die faulen... Da, genau. Oh, bitte kein Durchfall gleich, ey. Bleib stehen. Kein Durchfall. Drin geblieben, super. So, um wirklich gesund zu sein, müssen wir gleich noch eine nehmen. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir vom Hai angegriffen worden sind, ne? Das war auch noch so ein Ding. Verdammt, ich habe jetzt gehofft, diese Folge bringt echt was Neues und wir kommen jetzt echt mal auf eine neue Insel, wo wir noch nicht gewesen sind. Bei Erdtum sprach der Igel und stieg von der Bürste. Das haben wir gut überstanden hiermit. Reicht aber noch nicht, um uns wirklich Hilti zu machen, ha? Huh? Kein Statuseffekt, wir sind noch nicht Hilti. Das ist echt Müll, ey. Na, da ist nochmal, komm. Lass mich doch an die Kokosnuss.
Feuer ist aus. Bitte, gib mir nochmal eine Chance. Wir müssen uns Hilti kriegen. Das hat uns, glaube ich, Hilti gebracht. Jo, sehr gut. Das Fleisch nehme ich mit. Komm mit. Es dauert natürlich jetzt, bis er ein bisschen auflädt. Wollen diese Folge noch eigentlich was erleben? Alle mitnehmen. Super. Sehr gut. Hat sich das ja wenigstens schon mal ein bisschen gelohnt. Ein Segel erstmal. Und da hinten ist die Insel, da wollen wir hin. Zeitverschwendung, diese Insel. Echt total ärgerlich. Das Boot da hinten sieht da sehr, sehr interessant aus, als wäre es echt mega groß. Da müssen wir jetzt an zwei Inseln vorbei. Das ist einmal die Containerinsel und die Insel, genau. Damit wir dann wieder nach Hause kommen. Aber das Boot sieht sehr, sehr interessant aus da vorne. Da werden wir uns auch gleich als allererstes ein Shelter errichten, damit wir von dort aus speichern können. Echt ärgerlich, das Ganze, ne? Das ist echt ein bisschen größer, ne? Nein, das ist diese scheiß Yacht. Ich glaube, da waren wir schon. Oh. Weißt du, man fährt hier wirklich durch den ganzen Ozean, um dann nur Inseln zu entdecken, in denen wir schon mal waren. Egal, nächste Folge fahren wir dann viel weiter. Aber nee, das ist doch... Nein, da waren wir noch nicht. Glaube ich noch nicht. Nee, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Fahren wir zwischen Yacht und Land. Nee, da waren wir noch nicht. Guckt euch mal da an. Da waren wir noch nicht. Wie cool das aussieht. Habe ich mein Pipi mit? Noch mehr Kisten. Nee, dann wäre das nicht so gewesen hier. Oh, guck mal, da liegen Klamotten. Krebse ohne Ende. Und hier diese Dinge. Was könnte ich jetzt daraus noch machen? Guck mal, da liegt noch was unter Wasser. Und da hinten geht es noch weiter tatsächlich. Wir haben eine Insel gefunden, auf der wir noch nicht gewesen sind. Haben wir natürlich Pech, dass unsere eigene Insel, unser Heimatbase quasi am äußeren Rand liegt.
von dem ganzen Spiel. Von da sind wir gerade gekommen. Hier ist auch was. Da ist ein... Alter! Was ist denn das? Ein Speer. Oh, cool. Alter Leute, wir haben was entdeckt. Also, ich baue mir noch ein Shelter zusammen, dann mache ich es gleich selber aus. Und dann sehen wir uns. Das ist, eigentlich könnte man doch hier direkt leben, ne? Außer die hier, die haben es wahrscheinlich nicht geschafft. Die Würste waren aber allerdings zu zweit. Haben hier einen dicken Kochtopf und allen drum und dran. Was haben die denn, was haben die für Fehler gemacht? Die sind auf der Insel geblieben und haben sich nichts mehr gebaut. Das ist das Problem. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde.